Geschäftes. Ich bin der Meth-Koch von Texas. Die Gang produziert eines der gefährlichsten Rauschgifte unserer Zeit und importiert es tonnenweise. Wir arbeiten viel mit mexikanischen Kartellen. Wir schmelzen das Meth und bringen es flüssig über die Grenze. So riecht es weniger. Es gibt kaum Probleme mit den Kartellen. Entweder wir haben einen Deal oder wir ziehen unser Ding unbemerkt durch. Laut Parnell sind illegale Motorradgangs und andere weiße Rassisten an den Transaktionen beteiligt. Finanziert wird das alles oft durch Deals mit Banken. Meistens haben wir es mit riesigen Lieferungen zu tun. Ein Kilo Methamphetamin kostet knapp $80,000 und bei uns geht es um Hunderte von Kilos. Wenn kein hochrangiger Bruder die Kohle auf den Tisch legt, müssen wir anders an Geld kommen. Entweder überfallen wir eine Bank oder wir kriegen die Bank dazu, uns Geld zu geben, das wir in Raten zurückzahlen. Sobald wir unser Zeug verkaufen, zahlen wir die Kohle Schritt für Schritt zurück. Methamphetamin ist ein synthetisches Rauschgift, das ähnlich euphorisierend wirkt wie Speed und in kürzester Zeit abhängig macht. Abgesehen davon, dass Meth-Konsumenten zu extremen Psychosen neigen, unterstützt die Droge Gewaltbereitschaft. Die Aufzeichnungen einer versteckten Kamera zeigen einen Mann auf Meth, der in einem gestohlenen Wagen vor der Polizei flieht. Die Einnahme der Droge ist extrem gefährlich und kann tödlich enden. Für die ABT ist der Handel mit Meth ein lukratives Geschäft. Corpus Christi ist ein beliebter Erholungsort in Texas und einer der größten Umschlagplätze des Methamphetamin auf seiner Reise von Mexiko nach Houston, zum Zentrallager der Aryan Brotherhood of Texas. Sergeant Paul Lisowski ist in Corpus Christi unterwegs. Er hat Informationen erhalten über ein Führungsmitglied der arischen Bruderschaft, das gerade erst aus der Haft entlassen wurde. Sein Spitzname ist Spider. Er dealt mit Meth oder Eis. Wir haben schon ein paar Mal versucht, ihn zu kriegen. Da hinten, wo das Licht brennt, ist es. Da, bei der Nummer 10. Nothing. Wieder nichts. Dummerweise wird er von seiner Mutter gedeckt. Die erzählt uns nicht mal, ob er zu Hause ist. Aber so schnell geben die Polizisten nicht auf. Nach einer kurzen Besprechung wollen sie in einem nahegelegenen Wohnwagenpark nach dem Verbrecher suchen. Sollen wir rein? Die Beamten müssen jeden Schritt sorgfältig abwägen. Im Wohnwagenpark leben bewaffnete Schwerverbrecher. Hier halten sich ein paar Bandidos auf und auch ein paar ABT-Jungs. Die nennen das hier ihre Festung. Jeder kennt jeden in dieser Wohnwagenkolonie. Und der Typ, von dem wir vorhin sprachen, wohnt auch hier. Das Problem ist, dass er ständig abhauen kann. Von Wohnwagen zu Wohnwagen. Und wir ihn nie kriegen. Es ist ziemlich schwer, ihn zu fassen, wenn er nicht gefasst werden will. Auch heute Nacht bleibt das Mitglied der Bruderschaft auf freiem Fuß. Aber der endlose Kampf der Polizisten gegen den texanischen Meth-Handel geht weiter. Fast täglich werden die Beamten mit den Folgen des zunehmenden Drogenmissbrauchs konfrontiert. Selbst für die Aryan Brotherhood of Texas ist das Rauschgift zum Problem geworden. Der zügellose Drogenkonsum etlicher Mitglieder bringt Unruhe in die strenge Hierarchie der Gang. James 007 Thompson will Schluss machen mit dem Methamphetaminmissbrauch innerhalb der Bruderschaft. Wer Drogen nimmt, dem kann ich nicht vertrauen. Deshalb habe ich was dagegen. Thompsons Vertrauensmann Lucky setzt die Antidrogenpolitik auf der Straße durch. Schwarze nehmen Crack, Latinos Heroin und Weiße Methamphetamin. Das hat uns nur ins Gefängnis gebracht.
Ich habe wahrscheinlich mehr Meth genommen als die meisten anderen. Aber das ist vorbei. Eins ist klar, wir sind fertig mit den Drogen. Null Toleranz gegenüber Drogen. Jedes ABT-Mitglied, das einen Rang innehat und drauf ist, wird degradiert. Ziel dieser Anti-Drogen-Politik ist es, noch mehr Kontrolle über die Gangmitglieder zu haben. 007 will keine Hindernisse auf seinem Weg nach ganz oben. Ganz oben stand früher Jason Trooper Hankins. Als leitendes Mitglied der Bruderschaft kontrollierte er den Bereich Dallas. Jetzt verbüßt er eine 10-jährige Haftstrafe wegen Mordes. Ein Viertel seines Lebens hat der 35-Jährige bereits hinter Gittern verbracht. Mit nur 18 Jahren trat er der Aryan Brotherhood of Texas bei. Trooper verkörpert die Gang. Er ist unberechenbar und völlig skrupellos. Als ich zum ersten Mal ins Gefängnis kam, gab es da eine Menge rassistischer Übergriffe. Mitte der 90er war jeder in der Gang. Da waren ein paar gute Jungs dabei. Jungs von der alten Garde, die haben mich angelernt. Dass die Macht der ABT auf Terror und Gewalt beruht, lernte Hankins bereits als junger Rekrut im Gefängnis. Wer der Gang im Weg stand, wurde brutal und öffentlich ermordet. Auch heute noch ist die ABT innerhalb und außerhalb der Gefängnismauern bekannt für ihre barbarischen Racheakte. Als eines der schlimmsten Vergehen gegen die Bruderschaft wird Denunzierung angesehen. Hierauf steht die Todesstrafe. Wenn du irgendwen verpfeifst, war's das. Du hast ein X auf dem Rücken. Volltreffer. Trooper selbst übte mit zwei anderen Gangmitgliedern Vergeltung an einem ABT-Bruder. Angeblich hatte er das oberste Gebot der Aryan Brotherhood gebrochen und vertrauliche Informationen an die Polizei ausgeplaudert. Die ABT brachte ihn für immer zum Schweigen. Der Typ wurde ruhig gestellt, zusammengeschlagen, von einem Ort an den anderen gebracht, in einen Maschendrahtzaun gewickelt, mit Betonblöcken beschwert und zu einem Teich gebracht. Er kam ins Wasser und dann kriegte er ein langes Messer an den Hals. So lang, einfach rein. Detective John Palmer ermittelte in dem Mordfall und sammelte Beweise, die zu Hankins Verurteilung führten. Die wollen die Leute mit Terror einschüchtern. Die wollen, dass jeder, der mit ihnen zu tun hat, ihre Drohungen ernst nimmt. Detective Palmer und seine Kollegen arbeiten hart daran, die ABT in den Griff zu bekommen. Ich glaube, dass wir sie einschränken und bremsen können. Aber ganz stoppen werden wir sie wohl kaum. Die Beobachtung durch die Polizei lässt einzelne Gangmitglieder nervös werden. Mit tödlichen Folgen. In einer kalten Winternacht folgen Polizeibeamte aus Cloudcroft in New Mexico dem Notruf einer verzweifelten Frau. Als die Männer ankommen, überraschen sie einen Angehörigen der ABT, der gerade seine schwangere Freundin umgebracht hat. Das Gangmitglied erschießt einen der Polizisten. Während der andere Polizist seinem Kollegen helfen will, eröffnet der Gangster erneut das Feuer. Bei dem Schusswechsel wird das ABT-Mitglied verletzt. Der Polizist legt dem Mann Handschellen an und schießt ihm anschließend in die Brust. Diese Hinrichtung hat die Aryan Brotherhood of Texas in Rage versetzt. Die ABT verlangt nach Rache für ihren erschossenen Bruder. In seiner Gefängniszelle verfasst 007 einen kodierten Brief, in dem er einen Vergeltungsschlag gegen den Polizisten genehmigt. Um den Mord zu planen, wird ein Treffen einberufen. Die Polizei erfährt davon und schleust verdeckte Ermittler ein. Mit einer versteckten Kamera zeichnen sie das Treffen auf. Die Anführer der ABT haben keine Ahnung, dass sie gefilmt werden.
Ihr könnt jetzt gehen.